Jo Leute, wunderschönen guten Morgen. Heute ist Freitag, der 15.08.2014 und wir schreiben heute Geschichte. Denn nach dem Video Day 2010 mit 500 Leuten und 2011 mit 2000 Leuten, 2012 mit 4000 Leuten und letztes Jahr mit 10.000 Leuten sind wir dieses Jahr 15.000 Leute und eine Band noch dabei. Und hier ist die unglaubliche Niki. Hallo. Der Alex fährt hier ganz gechillt das Auto. Und der Basti, unser Keyboarder, der sitzt auf dem Beifahrersitz und guckt, dass der Alex keine Faxe macht. Und ich habe hier noch sein Keyboard am Start. Und ja, wir fahren jetzt hier in Neuss los und sind dann gleich an der Arena. Und ich freue mich auf euch und bin gespannt, was alles passieren wird. Antonia, sag mal, was machst du mit so vielen Backstage-Ausweisen? Tja, die muss ich ja noch hier alle verteilen. Und das ist der Rest der Rasselbande. Wir sind jetzt hier an der Lanxess-Arena angekommen. Alexander, was sagst du denn dazu? Geile Scheiße. Ja, oder? Niki? Mega. Lenny, was sagst du? Gefällt dir gut, ne? Schön, dich zu sehen, Mann. Ja, cool. Hier, der Typ, vielleicht kennt ihr den ja noch. Der hat das Video von am Ende des Tages gedreht. Was geht? Hi. Max. Sieh rein, welche Hans hat das gedreht? Dass jetzt noch jemand gewinnen will. Ich danke. Ja, guck mal. Ey, ihr müsst noch mal alle winken, Jungs. Ihr müsst mal alle winken. Guck mal, alle winken, aber du musst auch ein bisschen aussehen. So, ne? Christoph, erinnerst du dich noch an den Videodate 2012, ja, als du reinkamst und dreimal Scheiße gesagt hast, weil das Gelände abgesperrt wurde? Das ist mein Lieblingsmoment. Ach ja, 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 das war sensationell. Da dachte ich, alles bricht zusammen. Da war für mich die Welt zu Ende. Die Messe ist gesperrt. Warum? Die Messe ist zu, es wird keiner mehr rein. Aber dieses Jahr ist ja alles wunderbar organisiert, oder? Ja, es sieht sehr gut aus. Ich habe sogar meinen Autogrammtisch gefunden. Ich glaube, der ist hier, oder? Sehr geil. Genau, hier sind sogar deine Autogrammkarten. Ah ja, super, dann mache ich das da drauf. Okay. Okay. Hey! Was geht, Knuddelbär? Na, alles klar? Ja, bei dir? Wie fühlst du dich? Gut, also ich bin schon voll am Schwitzen und so. Und jetzt kommt nämlich der Kuss. Der einzig wahre Kuss. Leute, Computerian hat mir hier ein Label gemacht. Guck mal. Max. Und er hat sogar noch eins für Niki gemacht. Zeig mal. Du bist ein Schaffer. Max, schreib jetzt hier, Max. Ja. Richtig fett. Max. Geil. Aber heute Abend dann erstmal schön Füße hoch, oder? Ja, immer. Jeden Abend. Ich brauche unbedingt ein Signal. Was ist los bei euch? Achtung, Christoph Krachten rastet aus. Der schwimmt draußen im Rhein. Oh, ja. Oh. Was ist das? Nein, wir brauchen keine Security. Geil. Achtung, Tür. Ich bin Pickup und ich gehe sicker. Yo, weil ich einen dicken Hals hab und dieser Hals und der Stirnacken, der Bizeps schrumpft vom Salat. Doch mit Pickup ist dein Bizeps immer am Start. Oh yeah. Darf man nicht der Max sein? Entschuldigung. Ja, hey, alles klar? Also gut, wir haben bei euch. Hallo Leute. Komm ich als YouTuber in die Internet. Aber früher war das, weißt du noch, wo alle Videos gemacht haben? Das war die Zeit, wo alle noch selber Videos gemacht haben. Weißt du, was ich meine? Das war eine Zeit. Früher war Backstage. Früher war alles besser. Kleiner. Ja. Oh mein Gott, wir haben zweimal Sascha. Wer ist der Echte? Schreibt es in die Kommentare. Ey, ich glaube, das wird schwer. Er hat eine Probe gleich. Johnny, freut mich. Ben? Ja, ich geb dir danach direkt sofort wieder. Nein! Alles klar, Olaf? Alles gut? Ja, es läuft. Ich wollte auch so ein. Was ist
Jo, moin Leute, Tag 2, heute ist Samstag, Video Day, heute in der Lanxess Arena. Neben mir ist mein Bassist Lenny. Lenny, wie geht's? Gut. Ja, oder? Wie geht's euch? Schreibt in die Kommentare, wie es euch geht. Lenny, wie sind so deine Gefühle jetzt so kurz vor diesem Auftritt? Ja, meine Gefühle? Unbeschreiblich. Ja. Also, bisschen aufgeregt ist man natürlich schon, aber ja, man freut sich natürlich eigentlich viel mehr. Aber auf welchen Song freust du dich am meisten heute von dem Live-Set? Auf den ersten. Ja? Und auf den letzten. Okay. Voll gierig, Alter. Mega geiler Übergang. Niki, was sagst du? Hi, ich freue mich auch. Ich bin, glaube ich, noch viel aufgeregter als ihr alle zusammen. Ja. Weil ich die Kamera halten muss und ich jetzt schon weiß, dass ich absolut zittern werde, wie letztes Jahr, wenn man vor zigtausenden Menschen steht und es ist einfach diese Atmosphäre, die total krass ist. Was ist los? Was ist los? So many people! Alter Schwede! Oh, guck mal, mein Arm, Alter! Scheiße, kann man das sehen? Mein Arm! Oh je! Oh je, guck mal, Gänsehaut, bis oben hin! Das ist Lenny, Alter! Das sind die Leute! Oh, wir stehen hier alle! Mit den Leuten könnte man locker eine Revolution starten, Alter. Was geht, Alter? Was ist los? Ich komm nicht klar! Nein, Junge! Ja, wie ihr seht, sind wir jetzt an der Arena angekommen. Es ist unglaublich. Also man sieht keine Straßen mehr vor lauter Leuten, vor lauter Bäumen, keine Wälder. Oh, guck mal, da geht die Schlange weiter von vorhin. Ja. Boah, guck mal, da stehen die auch schon. Boah! Überall Menschen. Ja, aber ich meine, irgendwo müssen diese 15.000 Menschen auch stehen, ja, ne? Ja. Was? Arme Leute. Was geht? Ja. Das ist echt Psycho. Was erwartet die Fans heute von dir? Oder was erwartet die Fans? Heute ein Auftritt mit Liveband. Wenn ihr Bock habt, schaltet ein. Also zieht euch auf jeden Fall den ganzen Livestream rein. Wenn ihr nicht hier sein könnt, lasst ihn einfach nebenbei laufen oder setzt euch davor mit Chips und Cola. Hast du eine Uhrzeit schon? 14:21 Uhr. Sag mal! Ja, da ist dann der Auftritt mit der Band. Wir bringen heute so diese YouTube-Witz halt, was das Leben gezeigt und Choreografie von den Außenseitern. Herzinsack bringen wir. Wir bringen aber auch Zeitmanns Leben, also verschiedene Songs mit Liveband, Bassist, Gitarrist, Keyboarder, Drummer, alles dabei. Und dann später nochmal so um 4 oder so, glaube ich, YouTuber gegen Nazis noch hat. Das ist auch eine geile Sache. Okay. Ja. Also, wenn ihr euch drauf freut, jede Menge erwartet euch heute, jede Menge Gäste sind heute noch am Start. Und nochmal, Alter. Geil. Meine Blutfahrt. Wie heißt du denn? Marlon. Ey, Urs, Alter. Weißt du noch 2010, als die Leute alle so angekommen sind Backstage? Die Zeit hat auf. Ja, genau. So war das auch Max 2010. Weißt du noch? Ist der Max aus Neuss, klar. Weil hast du es noch gesehen? Ich mit dem, da hast du gesagt, Mario-Shirt. Mario. Achso, das weiß ich. Aber du bist verdammt normal heute irgendwie. Ich bin halt einfach, habe ich eine Hose und eine Pulli. Also. Aber weißt du noch die Szene, Niki, mit ihm und mir? Ja, da standen wir genau, das ist sau, sau witzig. Das ist halt auch in die Geschichte eingegangen dann im Endeffekt. Ja. Blendest du es da ein, dass wenn ich mir das Video jetzt dann angucke? Ja, der seht ihr jetzt ganz kurz nochmal einen Rückblick. Hallo. Sicher finde ich auch cool. Ja, ich sag, Mario ist der Beste. Ja, also hier ist dieser OG von diesen Y-Titties, ja. Und dieser Maxim Noise ist nicht besser als ich. Aber abonniert ihn trotzdem, ne? Weil der ist Mario-Fan. Es gibt Pluspunkte. Hallo. Ah. Ja, doch, kenne ich noch. Ja, ja. Die war cool, episch. Ja. Damals hast du noch Mathe studiert, weißt du noch? Ja, ich habe bis vor einem Jahr Mathe studiert und ihr Bitches. Kleiner Insider, ey. Und sonst, wie läuft alles? Ananas oder was? Ja, sonst relativ Ananas, bisschen Papagei auch drüben. Auf, yeah. einem, äh,
auf meinem Rucksack, aber sonst relativ grün und rot. Ja, ich hatte eine Preisfrage an dich. Oh, jetzt kommt's. Von was schrumpft der Bizeps? Vom Salat. Wer hat heute doch noch spontan seinen Auftritt abgesagt? Fresh Talk. Nee, der ist... Fresh ist schon Fresh richtig? Fresh Talk, der kommt ja heute nicht. Fresh ist schon richtig? Fresh hatte... Nee, Echo Fresh. Yes, okay. Ach so. Ja, sehr gut. Okay, zwei Punkte. Ich will gucken, wie du dich auskennst hier. Und, Hey, warum hat der abgesagt? Ach, kann ich. Ja? Läuft sehr gut bei ihm, glaube ich. German Dream gerade und so. Vielleicht auch. Hat egal, der hat ja die Promo, weil er auf den Plakaten oben drauf steht. Ja, hat er die drucken lassen und gesagt, ich komm. Muss er da nicht kommen. Obwohl der 400 Meter entfernt wohnt in Kalk, ne? Was ist die dritte Frage? Die dritte Frage. Nee, die dritte Frage ist, Woher bist du? Aus Neuss, würde ich sagen. Nein. Keine künstliche Spannung hier. Nee, ich wollte dir gratulieren, ohne Witz, zu deiner Verlobung. Ach so. Finde ich total süß, ja, echt. Danke. Alles Gute und du hast die dritte Frage, brauchst du deswegen auch nicht Mann, zu beantworten. Mann, ich wollte, aber jetzt dann überleg dir aber spontan was. Komm. Ja. Was findest du, ist seit 2010 bis 2014 besser geworden? Sagen wir Video Day oder auch YouTube. Und was ist vielleicht ein bisschen verloren gegangen? Das ist ja eine subjektive Antwort, die ich hier geben kann. So geil. Das ist ja dann fies. Ja, besser geworden ist natürlich, dass es also organisierter ist und mehr Leute die Möglichkeit haben, hier mehr YouTuber und alles zu sehen und auch eine fette Show zu sehen. Natürlich negativ, was man nicht abstreiten kann, ist, dass es natürlich, dass man nicht die Möglichkeit hat, eben mit allen zu reden und irgendwie genug Zeit hat mit den Leuten und dass das natürlich nicht mehr so ganz persönlich ist, weil es eine Show ist und kein Community-Fest. Aber es hat halt Vor- und Nachteile. Ja, was wirst du heute performen für die Leute? Atemlos durch die Nacht. Ja, als Coverversion. Genau. Tausend Glücksgefühle. Und Axel Neuss als Rapper dann. Ja, ja. Kannst du mal machen? Kann? Ja. Atemlos durch die Nacht, bis ein neuer Tag erwacht. Mach mal Krach, mach mal Lärm, ganz egal, denn mein Stern ist Michael Schulte. Du weißt, die Wunden, sie heilen nie mit Helene Fischer, weil ich auf dem Tisch war. Was ist das für eine Liege, vor der du hier sitzt? Michael Schulte, der dir ins Gesicht küsst. Einfach. Die wollten jetzt pisst. Ja, was geht ab, Bruder? Ich habe dich gestern schon getroffen, das wirst du dann in dem Vlog sehen. Das war richtig krass, ja. Hast du das nicht in Tweet gelesen sogar? War schön, dich zu treffen. Ach so, ich hab gedacht, Typ, sah jemand so aus wie ich. Sieht genauso aus wie du. Aber ganz genau, nur halt zwei Kapitel. Also dann doch nicht ganz so. Aber ich glaube, du warst auch sein Vorbild. Ja, echt? Ja. Hat er sich die Haare so machen lassen? Extra. Echt? Er hat gesagt beim Friseur, Michael Schulte, ich will aussehen wie Michael Schulte. Und hier ist Megan Nicole. Nein, Spaß. Ombre Valet, was geht an? Ja, wir gehen gleich auf die Bühne. Ja. Ich bin voll aufgeregt. Kann ich euch noch mal kurz nebeneinander haben? Ihr wart doch auch bei diesem ESC-Ding, oder? Ja. Und jetzt seid ihr doch quasi Frumpel. Frumpel. Und freust du dich schon? Ja, mega. Ja? Saugeil. Ich hatte keinen Soundcheck, aber ich freue mich trotzdem. Wird trotzdem gut. Der Sound ist einfach gut. Und du kannst es. Einfach auch. Und genau. Du auch. Du kannst es. Alle können es. Michael Rivera kann es auch. Und du kannst. Und du auch, ne? Ja, klar. Okay. Wir müssen leider los. Bis später, ja? Ciao. Das ist ja meine Seite. Ja, warum klingt das so? Was macht deine Seite so? Die macht Neues. Ach so, ich sag meine Seite, die macht Maxi. Thank you.
Temperaturen. Jo Leute, das war der Auftritt mit der Band. Ihr habt es ja ein bisschen gesehen. Der Basti zieht sich jetzt gerade schon hier im Livestream rein. Und, gefällt dir? Hm? You like it? Ja, auf jeden Fall. Und jetzt gucken wir halt, wir hoffen natürlich, dass wir das Material noch bekommen. Dann wird es auch die Tage hochgeladen. Hier sind schon die YouTuber gegen Nazi-Shirts. Und die werden dann eventuell später auch noch ins Publikum geworfen. Niki, wie hat dir der Auftritt gefallen? Ich fand's geil, geil. Obwohl ich dieses Wort eigentlich nie sage, aber ich fand's richtig geil. Oh je. Wir sind ganz schön platt. Der Tag ist schon alt. Das stimmt. Wir haben uns hier ein bisschen rausgeschlichen und hängen jetzt hier rum. Und es ist total angenehm. Die Luft ist so angenehm. Und gleich kommt noch der YouTuber gegen Nazi-Auftritt. Oh je. Yeah. Guck mal Leute, was wir hier haben, eine 360-Grad-Kamera. Ja? Alexi, Bexi, vielleicht kannst du dir mal vorstellen. Nein, aber hier eine 360-Grad-Kamera, man zieht hier dran, ja? Und dann dreht die sich und filmt alle drumherum. Und das Foto postest du dann bei Facebook, oder? Darf ich? Echt? Ja, aber ohne mich. Okay, komm. Und jetzt seid ihr live dabei. Ihr seid auch mit auf dem Foto. Oh. Sau cool, oder? Sehr cool. Die Gänge, das war der Auftritt in der Menge und YouTuber gegen Nazis, am Ende dann noch ein bisschen Party, am Ende des Tages eine Menge Cannabis und wenn es dir schadet, dann lass es besser sein. Und Langsess Arena, vielen Dank für die Liebe. Oh. Oh je Leute, was war das für ein Tag, was waren das für Tage? Es hat auf jeden Fall mega viel Spaß gemacht. Ich glaube, ich sage das gleiche wie letztes Jahr, aber es war so. Der erste Auftritt mit Band hat halt einfach mega gerockt. Ich hoffe, wir kriegen noch das Videomaterial und ihr wart geil drauf. Und dann sind die Jungs ja auch nochmal rausgekommen bei Am Ende des Tages und die YouTuber gegen Nazi-Geschichte. Und es hat einfach super viel Spaß gemacht, euch zu treffen, da draußen quasi vom Screen rauszukommen. Und ja, ich danke euch allen. Ich danke auch meiner süßen, lieben, zauberhaften Niki, dass sie so lieb gefilmt hat und Assistenz und alles in allem. Ich danke dem Al für seine riesen Menschlichkeit, seine Herzlichkeit und natürlich auch das Gitarrenspiel. Und ich danke auch Basti für sein geiles Talent und die Begleitung. Und leider sind Lenny und Lukas schon auf dem Weg wieder zurück nach Hause. Aber wenn euch das Video gefallen hat, gebt einfach einen Daumen hoch. Ich fand es ein bisschen schade, weil in den letzten Jahren so diese Vlogs von solchen Events irgendwie ausgestorben sind. Die werden gar nicht mehr gemacht von den YouTubern, weil die immer von da nach da gerissen werden. Und ich habe einfach versucht, ein bisschen das mit der Kamera einzufangen. Die Emotionen drumherum. Natürlich geht das nicht, dass man alles einfängt. Aber
Ich danke euch und beende dieses Video mit diesem geilen Sonnenuntergang. Ciao, ihr Lieben.